liebe Gäste, sehr geehrter Herr Dr. Reckhaus. Also es wäre schön, wenn alle Autokennzeichen in Bielefeld tatsächlich mit Biene seien. Und ich weiß nicht, ob das Verkehrsamt, ob das möglich ist. Aber ich träume ja eh davon, Bielefeld mal zur Stadt der Insekten zu machen. Vielleicht wird ja was da draus. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Klaus Töpfer, den er anlässlich 2013 zu einer Tagung von Deutschlands Naturkundlichen Museen getätigt hat. Ein Zitat: Eigentlich leben wir in einer Zeit, in der die Erhaltung von Vielfalt eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung findet. Es ist daher wichtig, dass man jemanden neugierig macht, naturkundliche Sammlungen nicht nur museal zu betrachten, sondern als Grundlage dessen, was wir für die Zukunft brauchen. Verständnis dafür entwickeln, dass dort, wo Vielfalt verloren geht, Identitäten verloren gehen und wo diese verloren gehen, auch Stabilität von Gesellschaften verloren geht. Ich glaube, das passt ganz gut. Denn in den Sammlungen der naturkundlichen Museen und so natürlich auch in unserem Bielefelder Naturkundemuseum spiegelt sich die Identität unserer Region wider, der Landschaft, der Flora und Fauna. Es werden heute über 1 Million Insekten unterschieden, Insektenarten, und das sind ungefähr 2/3 aller bekannten Tierarten. Dieses Verhältnis spiegelt sich auch in unseren Sammlungsobjekten ungefähr wider. Wir haben über 500.000 Objekte in unseren Sammlungen, so ganz genau wissen wir es nicht, ist noch nicht, längst nicht alles gezählt, aber weit über 300.000 werden zu den entomologischen Objekten wohl zu zählen sein. Diese sind zwar meistens im Verborgenen in Kästen aufbewahrt und für die Öffentlichkeit nicht so sichtbar, aber sie beherbergen die größte Vielfalt an Lebewesen, die wir hier haben. Aber Naturkundemuseen sammeln ja nicht nur die Objekte, sondern auch die dazugehörige Literatur, die Schriftstücke, die Karten, die Zeichnungen, die Tagebücher und weitere Dokumente rund um die Objekte. Sie sind damit eine wichtige Grundlage für die Forschung an den Sammlungen. Vor der Forschung an den Sammlungen steht aber die Erschließung der Sammlungen. Denn erst dann können sie als Grundlage zur Beantwortung relevanter Fragen dienen und erst dann kann auch die Verbindung zur Kultur hergestellt werden. Dazu sollten die Daten letztendlich dann auch weitgehend öffentlich zugänglich sein. Doch bei Open Data müssen erst noch gangbare Wege gefunden werden. Denn bevor diese Forschungsdaten der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sollten sie natürlich erst bei den Wissenschaftlern vorhanden sein, damit dort auch wirkliche Forschung betrieben werden kann. Die Fachaufsätze wiederum sollten dann nicht, wie es heute immer noch oft üblich ist, dass sie auch einiges kosten, sondern weitgehend wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das heißt aber auch, dass die Öffentlichkeit bereit sein muss oder dass wir sie fit machen müssen, dass sie echte Publikationen, fachwissenschaftliche Publikationen von den pseudowissenschaftlichen Publikationen unterscheiden können. Und diese pseudowissenschaftlichen Publikationen, die nehmen zurzeit einen Riesenraum ein, also gerade in den USA, aber ich glaube, auch hier wird es immer stärker. Ich höre Nicken, ne? Also es gibt ganz, ganz viel, was da falsch verbreitet wird. Und da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten und vor allen Dingen Bildungsarbeit. Und da können die Museen auch eine zentrale Rolle unter anderem mit einnehmen. Und bezogen auf unser Schwerpunktthema heißt es, dass wir auch jetzt die Bildungsarbeit ausgeweitet haben auf Angebote zu Insekten. In dieser Tüte, die Sie bekommen haben, finden Sie einen vorläufigen Flyer zu unseren Bildungsangeboten. Der wird gerade überarbeitet und ausgeweitet. Ja, weil wir ja auch erst am Anfang stehen. Die Anzahl unserer Objekte in unseren Sammlungen, auch auf Insekten bezogen, spiegeln sich leider nicht in unseren Ausstellungen wider. Also weder in der Dauerausstellung noch in den Sonderausstellungen haben die Insekten bisher eine große Rolle gespielt. Und leider, seitdem ich am Museum bin, und das sind 18 Jahre, gibt es auch keinen entomologischen Kurator mehr. Also es gibt noch einen Geologen und mich als Biologin als Leitung. Unsere Sammlungen werden ehrenamtlich betreut durch die Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen. Da sind einige auch hier. Dafür möchte ich ganz herzlich meinen Dank aussprechen. Zuallererst Werner Schulze, der dort vorne sitzt. Werner, vielen Dank. Du leitest die Gruppe seit langem.
Das ist ganz wunderbar, aber jetzt ist der Dezernent weg, aber ich meine trotzdem, dass so an so ein Museum auch ein entomologischer Kurator gehört. Ja, da kämpfen wir jetzt schon seit 18 Jahren drum, aber immerhin haben wir seit kurzem wieder einen Geologen am Museum. Das ist auch schon toll. Ja, wir sind im Herbst vergangenen Jahres die Kooperation mit Herrn Reckhaus, mit Insekt Respekt eingegangen. Und was hat sich seitdem getan? Eine ganze Menge hier im Naturkundemuseum. Seit 2017 können für ein Jahr Großmodelle von Insekten im Museum bewundert werden von der Modellbauerin und Diplomdesignerin Julia Stöß aus Hamburg. Sie baut diese Modelle exakt wissenschaftlich nach. Und sie wecken wirklich die Faszination für diese Tiere. Also das merken wir, dass die Besucher kommen, dass es mehr Besucher interessiert. Die bleiben mit großen Augen vor diesen Vitrinen stehen und beschäftigen sich intensiver mit der Lebensweise dieser Insekten. Denn es ist ja schwierig, überhaupt Leute für Insekten zu begeistern. Eigentlich werden die ja sofort totgeschlagen. Also es ist schon schwierig, überhaupt Personen für Naturwissenschaften zu begeistern, zu sagen, das ist eine gesellschaftspolitische wichtige Aufgabe. Das wird meistens auch verdrängt. Und dann noch für Insekten. So. Ja, aber nicht nur diese Ausstellung, sondern wir haben auch die Ausstellung von Insekt Respekt seit Februar in unserem Museum. Die ist ja hier in der Mitte aufgebaut und zeigen die. Sie wurde eröffnet im Februar mit einem Vortrag von Stefan Liersch. Auch dafür nochmal vielen Dank. Und wir möchten die Insekten auch in unsere Dauerausstellung integrieren und sind guter Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr das umsetzen können, einen Teil der Dauerausstellung den Insekten zu widmen. Unser Museum, ich behaupte immer, das ist das kleinste selbstständige Naturkundemuseum Deutschlands und bisher hat mir noch niemand widersprochen. Also von der Fläche und vom Personal und Finanzen aus gesehen, nicht von den Sammlungen. Von den Sammlungen gehören wir eher zu den mittleren, da gehören wir lange nicht zu den kleinen Museen. Wir dürfen ungefähr so 33.000 bis 35.000 Gäste jährlich begrüßen. Das ist jetzt nicht die große Menge, aber für dieses kleine Haus mit 450 Quadratmeter Ausstellungsfläche schon ganz schön viel. Und wir haben so um die 800 bis 1000 Bildungsveranstaltungen jährlich. Das reicht aber eben nicht aus, um wirklich Insekten hier bekannt zu machen, auch in Bielefeld nicht. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen raus. Wir mischen uns direkt in den Alltag der Bielefelder Bürgerinnen und Bürger. Und dazu dient zum Beispiel diese Zeitreise, von der ja jetzt schon häufig gesprochen wurde. Einige Plakate sind hier ausgestellt. Hinten sind sie in klein, in voller Gänze, also 12 Plakate, die eben diese Themen, den Wert der Vielfalt der Insekten darstellen. Also, dass sie für die Medizin wichtig sind, dass sie für die Robotik wichtig sind, für die Müllabfuhr, dass sogar in der Forensik sie eine große Rolle spielen. Also all das wird aufgezeigt, um einfach mal den Besucher, den Fahrgästen der Linie 4 vom Museum zur Universität, und das sind Millionen, glaube ich, täglich oder eine Million, die da langfahren, um denen vor Augen zu führen, es sind jedenfalls viele. Wir haben 30.000 Studenten in Bielefeld, also immerhin, wenn die alle hin und her fahren, ist ja auch schon gut. Und es wird ja nicht nur von Studierenden genutzt, um den einfach vor Augen zu führen nochmal, es gibt einen anderen Blick auch auf Insekten. Dass wir diese Plakatserie erstellen konnten, da haben wir auch die Unterstützung hier von Fachgruppen der Universität Bielefeld bekommen. Das war einmal die Arbeitsgruppe um Herrn Professor Egelhaf, Professor Dürr und Frau Professor Müller. Und aber auch von der Uni Gießen um die Arbeitsgruppe und Herrn Professor Wilczynskas. Also dafür ganz herzlichen Dank. Es sind auch welche da von der Uni Bielefeld hier oder auch aus der Arbeitsgruppe, Herr Müller, genau, vielen Dank, Sie haben uns auch dabei unterstützt. Unterstützt wurden wir natürlich auch von Vitrinen Trautmann und ganz besonders natürlich auch von Insekt Respekt. Zusammen mit Insekt Respekt wollen wir auch dieses Jahr an der Geniale teilnehmen, einem Science Festival organisiert von der Bielefeld Marketing, und zwar auch mit diesem Raum, der eben schon abgebildet wurde, und rund um diesen Raum verschiedene Aktionen zum Thema Insekten veranstalten. Zudem stellen wir mit Insekt Respekt monatlich ein Insekt in der Zeitung vor, auch das so Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und das sind so
das, was wir seit Herbst ungefähr geschafft haben, seit dieser Kooperation, und heute mündet es in dem ersten Insektentag. Das ist jetzt noch nicht ganz so viel, das wissen wir. Wenn man so an Marathon denkt, haben wir, aber ich glaube, einen Meter haben wir schon geschafft. Heute kommen noch ein paar Zentimeter dazu. Und wenn wir alle uns vernetzen, wird sicherlich, schaffen wir auch irgendwann den Marathon, bin ich ganz sicher. Herzlichen Dank. Und um Insekten zu fördern, geht es dann gleich weiter mit Stefan Liersch, aber davon, genau.